Ja, guten Tag, mein Name ist Hanne Münster-Voswinkel. Ich arbeite beim Amt für Stadtplanung und Baumanagement, bin eigentlich zuständig für die Stadtgestaltung in Offenbach und habe jetzt vor einiger Zeit dieses Thema Klimapfad oder Klimaroute in Offenbach übernommen und leite mit dem Professor Bertsch zusammen das Klimapfadprojekt in Offenbach. Oh, beruflich fällt mir natürlich zu Offenbach furchtbar viel ein. Ich versuche einfach mal auch so ein bisschen als Privatperson was dazu zu sagen. Offenbach ist eine sehr interessante, liebenswerte Stadt, die so ihre Ecken und Kanten hat, was ich sehr, sehr angenehm finde. Es ist immer etwas in Bewegung, es ist immer etwas zu tun, es sind immer überall Leute. Man hat nie den Eindruck, dass man etwas baut, also als Stadtplanerin etwas Neues errichtet, was keinen interessiert, sondern es ist eigentlich immer etwas, ein guter Nährboden, auf den die Arbeit fällt. Es ist sehr befriedigend. Fahrrad. Ich bin eine engagierte und begeisterte Fahrradfahrerin. Ich mache alle meine Wege zur Arbeit und nach Hause und auch viele arbeitsdienstliche Wege mit dem Fahrrad und finde, dass man in Offenbach extrem gut Fahrrad fahren kann. Der Fluss. Der Fluss war für mich persönlich jetzt ein ganz wichtiger Grund, nach Offenbach zu ziehen, mich nach Offenbach auch zu bewerben. Das hat mich interessiert. Offenbach liegt am Fluss. Der Main war für mich ein ganz wichtiger Punkt, weshalb ich gedacht habe, hier kann ich arbeiten, hier kann ich wohnen. Und weil der Fluss eben so etwas Ewiges ist, etwas Fließendes ist, in Bewegung ist und eben auch ein sehr, sehr schöner Landschaftsraum. Nachhaltigkeit. Wir versuchen bei unseren ganzen Planungen auf nachhaltige Aspekte Wert zu legen. Das heißt, wir versuchen klimaschonend und ressourcenschonend zu arbeiten, beschäftigen uns bei allen unseren Planungen insofern auch mit Nachhaltigkeit. Und ich denke, dass man das als Stadtplaner und Stadtplanerin auch unbedingt sein muss. Es gibt ja verschiedene Umwelten. Ich kann jetzt sagen, ich nehme die physische Umwelt oder ich nehme die gebaute Umwelt oder ich nehme als die Natur, was oft unter Umwelt verstanden wird, und Umweltschutz. Also ich denke, Umwelt ist einfach eigentlich alles, was uns umgibt. Insofern sollten wir darauf achten und ja, gut damit umgehen. Gemeinschaft, ja. Auch ein Thema, was in Offenbach oder ja, was überhaupt total wichtig ist, sehr wichtig ist. Gemeinschaft ist eigentlich ja der soziale Nährboden für unser Leben. Jeder lebt in Gemeinschaft. Wir versuchen auch, also gerade ich jetzt auch im Bereich der Stadtgestaltung, im Grunde für die Gemeinschaft zu planen, Orte zu schaffen, wo sich Menschen treffen können, wo Leute sich wohlfühlen und wo sie eben auch Gemeinschaft erleben können. Opportunity or a challenge? Für mich, ich bin ein positiv denkender Mensch, also für mich sind alle Probleme immer auch eine Herausforderung, um etwas zu verändern. Das ist ganz klar. Man kann sich durch Probleme nicht erdrücken lassen und ich sehe eigentlich immer in negativen Dingen auch die Chance, etwas zu machen. Es ist oft so, dass man wirklich gerade durch Dinge, indem man einem etwas Probleme macht oder so, achtet man viel genauer darauf und hat dann oft ganz erstaunliche Resultate. Also insofern sind Probleme eigentlich immer auch etwas Gutes. Dankeschön.